Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin iPanex, ich bin neu auf YouTube und ich werde jetzt mal Destiny Let's Playen und ja, wir fangen heute mal an mit der Charaktererstellung. Zu dem, was ich noch ganz gerne vorhabe, ist ja, ich möchte Destiny die Story Let's Playen und ja, später vielleicht dann noch ein bisschen PvP, die Raids, die Strikes und sowas noch machen. Da muss ich aber noch gucken, dass ich noch mir ein bisschen das Team zusammenstelle, die mit mir die Raids machen, weil, ja, dieses Scheiß im Spiel anschreiben, bis man da mal jemanden gefunden hat, der vernünftig auch die Raids mitmachen kann und dass man sich da auch ein bisschen miteinander kommunizieren kann, ist immer ein bisschen schwer in dem Spiel. Ja, aber heute fangen wir erstmal an mit der Charaktererstellung und die erste Mission zum Einführen. Da bin ich mal gespannt, wie es so wird. Ich habe selber noch nicht gezockt. Ich bin mal gespannt. So, was haben wir hier jetzt? Hier haben wir den Titan. Du bist eine gepanzerte Kriegsmaschine. Kontrolliere jede Schlacht und Kraft und Strategie. Ja, Stürmer, schlag mit deinen Fäusten nach unten und löse Feinde in der Nähe mit einem Malstrom von Arcus Licht auf. Verteidiger, forme das Licht zu einem unzerstörbaren Schild, der dich und deine Verbündeten vor Schaden schützt. Ja, lesen, erste Klasse, verkackt. Du bist ein Meister des Grenzlands. Jage und eliminiere deine Feinde mit gnadenloser Präzision. Revolverheld, rufe eine flammende Pistole herbei, die Feinde durch Solarlicht zersetzt. Klingentänzer, lade deine Klinge mit Akkuslicht auf und vernichte deine Feinde mit Blitzen. Jäger klingt auch nicht schlecht, ne? Der Warlock. Das Universum beugt sich deinem Willen. Manipuliere seine Energien, um deine Feinde niederzustrecken. Leere Läufer. Schleudere einen explosiven Blitz aus leere Licht auf den Feind, der alle zersetzt, die sich im Wirkungsbereich befinden. Sonnensänger. Erfülle dich mit Solarlicht, was die Effektivität all deiner Fähigkeiten drastisch erhöht. Ja, es klingt schon echt nice. Ja. Titanjäger oder Warlock? Rein äußerlich finde ich den Warlock schon ziemlich cool. Wo ich sagen muss, der Titan so als gepanzerte Kampfmaschine. Sieht auch ganz gut aus. Von der Beschreibung her gefällt mir der Warlock am besten. Der wird's dann auch. Nehmen wir den mal. Ja, weiblich, das bin ich nicht. Ich hoffe, das hört man auch. Mensch finde ich immer ein bisschen langweilig, weil meiner Meinung nach die meisten einfach nehmen. Erwachte, ja, sieht ein bisschen aus wie die Leute bei uns hier in Münster am Bahnhof. Ja, Exo kommt ziemlich geil, finde ich. Na, ja, ich nehme mal den Exo. Ist noch ein cooles Gesicht. Ja. Oh, der Vogel hat ja noch nicht mal Augen. Was ist mit dem denn los? Den finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Ja, der kommt auch echt geil. Aber hier. Okay. Ja, der hier gefiel mir so echt am besten. Ist noch eine coole Farbe. Ja, ein Spritzfleck am Auge. Was ist mit dem denn los? Oh, Camouflage kommt cool. Gefällt mir. Oh. Mundfarbe, okay. Oh, Rot kommt echt cool. Ja, definitiv. So, aber diese komischen Zuppel da an der Seite, die nerven. Ja. Einhorn lässt grüßen. Spikes. Nein. Ja, das lassen wir mal alles. Ist alles nicht so ganz mein Ding. Krieg's mal. Ah. 7. Balken. Tor. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, ich nehme mal das hier.
Wenn man es jetzt auch noch in einer vernünftigen Farbe hinkriegt, was ein bisschen zu dem passt, was ich da habe. Aber ich finde es echt komisch. Zum Beispiel das Schwarz, das sieht völlig aus wie Braun und finde ich echt komisch. Aber das hatte ich gerade oben schon, dass die Grautöne ziemlich braun aussahen. Machen wir mal hier so einen Grauton. Nehmen wir den, der passt wohl zu dem Camouflage. Ja, das war jetzt erstmal die Charaktererstellung. Ja, dann gehen wir mal weiter zu wahrscheinlich jetzt einer langen Videorequenz, so wie ich die Spiele in letzter Zeit kenne. Dann schaut es euch mal an. Ich halte jetzt erstmal die Klappe. Die Videofrequenz war echt schon mal echt nice, finde ich. Also die sah echt ganz gut aus. Wir nannten ihn den Reisenden. Und seine Ankunft veränderte alles. Wir erbauten eindrucksvolle Städte auf dem Mars und der Venus. Merkur wurde zu einem großen Garten. Die Lebenszeit der Menschen verdreifachte sich. Es war eine Zeit der Wunder. Wir blickten in die Galaxis und wussten, es war uns beschieden, im Licht anderer Sterne zu wandeln. Doch der Reisende hatte einen Feind. Eine Dunkelheit, die ihn über ganze Äonen durch die schwarzen Weiten des Alls verfolgt hatte. Jahrhunderte nach dem Beginn unseres goldenen Zeitalters fand uns diese Dunkelheit. Und das war das Ende von allem. Doch es war auch ein Anfang.
Ist das möglich? Da bist du ja. Hüter! Augen auf, Hüter! Wer sagt's denn? Du lebst. Du ahnst nicht, wie lange ich nach dir gesucht habe. Ich bin ein Geist. Von nun an bin ich dein Geist. Und du? Naja, du warst lange tot, also wirst du vieles sehen, was du nicht verstehen wirst. Wir sind hier nicht sicher. Die werden uns in Stücke reißen. Ich muss dich in die Stadt bringen. Halt still. Keine Sorge, ich bin bei dir. Wir müssen weiter, schnell. So. Das ist Gefallenengebiet. Hier draußen überleben wir nicht lang. Los, hinter die Mauer. Also die Videorequenzen fand ich echt eigentlich gar nicht so schlecht. Die waren ziemlich nice an manchen Stellen. Besonders so die erste, wo die Astronauten gelandet sind. Fand ich schon echt cool. Ja. Level-Design finde ich auch an sich ganz cool. Sieht ganz gut aus. Ich habe dich gerade erst zurückgeholt. Wir müssen weg hier. Okay, lass mich nachdenken. Du brauchst eine Waffe, bevor die Gefallenen uns finden. Ja, gib mir eine Waffe. Still. Sie sind genau über uns. Ja, da kriegt doch einer. Was ein Drecksack. Moment. Warte mal. Gefallene lieben die Dunkelheit, wir nicht. Die suchen uns ein paar Feuersteine. Wieder eins dieser hochsicheren Militärsysteme. Sowie ein paar Jahrhunderte Entropie, die gegen mich arbeiten. Na, da krabbeln da welche. Oh, heilige Scheiße. Die jagen uns. Ja, ach nee. Ein Gewehr. Schnapp es dir. Oh. Ah, da. Okay. Ich hoffe, du weißt, wie man das Ding benutzt. Natürlich. Da war doch einer. Achte auf Bewegungen auf dem Radar. Okay. Gut. Okay. Heilige Scheiße. Das sind ein paar zu viele. Granate. Boah. Es kommen noch mehr, aber wir müssen durch. Nur weiter. Mein Gott, was der für eine Hektik verbreitet. Ein Beutedepot. Mal sehen, was drin ist. Ja, gucken wir mal, was da drin ist. Eine Pumpgun. Okay. Ups. Dreieck ist wechseln, okay. Okay. Lichtsensorminen. Bloß nicht berühren. Oder ducken. Geht auch gut. Komm.
bis jetzt muss ich echt sagen, das Spiel ist recht easy, finde ich. Aber es ist ja auch noch die erste Mission, also ja, da sollte man jetzt auch noch nicht zu viel erwarten, dass es direkt heftig abgeht oder sowas. Aber so von den Anzahl der Feinde finde ich schon echt ziemlich gut. Also man hat hier genug Zeit und genug Feinde, um sich mal so ein bisschen einzuspielen, sich auf das Spiel mal so ein bisschen einzulassen. Finde ich eigentlich recht cool. Ja, also die Steuerung finde ich ist alles so Standard aus anderen Shootern. Also was will man da auch Innovatives machen? Also oder mit der Steuerung kann man halt nicht viel mehr machen. Weil mit diesem Touchpad oben auf dem Controller, als ich dachte, nur noch ein kleines Stück, kann man eh nicht viel machen. Von daher finde ich auch immer nervig diese Spiele, die wo man noch das Touchpad noch mit benutzen muss. Und das war ein altes Kosmodrom. Hier muss etwas Flugfähiges sein. Ui, was ist das? Oh nein, irgendwas teleportiert hierher. Freunde. Anscheinend nicht. Gefallenen Schiffe, so nah an der Oberfläche? Schrei mir näher. Du musst uns da vorbeibringen. Super. Okay. Ja, Granate. Headshot. Ja. Aber ich finde es aber auch ganz gut mit dem Pfeil oben. Also man sieht permanent, wo man hin muss. Und mit den roten Punkten drauf, man sieht, wo Feinde auftauchen. Nimmt an vielen Stellen, finde ich, die Spannung so bisher. Weil ich wusste jetzt die ganze Zeit permanent, wo Feinde auf mich warten. Oi, Level up. Empfange Signale eines alten Sprungschiffs. Könnte unsere Fahrkarte hier raus sein. Details. Vortex-Granate. Ja, cool. Drücke L1, um Granate zu werfen. Warten schon welche, unsere ersten Opfer. Oh, die zieht ganz gut, anscheinend. War nur ein Gegner. Oh. Ui. Ein Schiff. Du musst sie erledigen. Und ein großer Mann.
Der war echt easy. Jetzt noch die anderen Vögel hier schrotten. Boah, jetzt werden es echt ein paar mehr. Ich habe auch keinen Bock jetzt in meinem ersten Let's Play hier erstmal direkt down zu gehen. Haben wir gar keinen Bock drauf. Weil ich bin immer ganz gerne jemand, der auf einmal mitten im Spiel, obwohl es eigentlich gut läuft, einen dicken Fail raushaut. Wo ist denn jetzt hin? Boah. Das war's. Okay. Mal sehen, ob ich uns hier rausbringe. Ja, mach mal. Es liegt hier schon länger. Hat ewig keinen Planetarsprung gemacht. Zum Glück haben es die Gefallenen nicht ganz ausgeweidet. Fliegt es noch? Das kriege ich hin. MacGyver-Glühwürmchen, ha? Also gut. Für den Orbit reicht es nicht, aber zur Stadt kommen wir damit. Und jetzt? Der Teleporter. Ich hol dich rein. Um die kannst du dich später kümmern. Jetzt geht's nach Hause. Prämie. Was ist das? Ach, das Schiff, okay. Ja. 22 präzise Kills ist echt nicht viel, aber ich hoffe, es wird besser. Ja, das war so das erste Let's Play von Destiny von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr hofft, dass noch mehr so Gutes kommt, dann abonniert mich. Ja, ich sag dann mal bis zur nächsten Folge. Ciao.